Ein erfolgreicher Parteitag am 2. Advent hier in Hagen liegt hinter uns. Wir haben eine Liste für den Bundestag gewählt und wir haben auch inhaltliche Beschlüsse gefasst. Sven, die Liste sieht ganz gut aus. Ja, eine ganz, ganz tolle Liste von 40 Kandidatinnen und Kandidaten, die im nächsten Jahr wirklich dafür kämpfen werden, die schwarz-gelbe Bundesregierung abzulösen. Eine tolle Mischung aus Erfahrung, aus Erneuerung. Alle Themen sind vertreten, alle Regionen sind vertreten. Also die können sich echt sehen lassen, die Kandidatinnen und Kandidaten. Und wir freuen uns total, mit ihnen dann nächstes Jahr auch Wahlkampf zu machen. Ja, die Inhalte kamen auch nicht zu kurz. Wir haben heute am Sonntag noch eine leidenschaftliche Debatte zur Energiepolitik geführt, die einmal mehr gezeigt hat, wir Grünen, wir sind die Klimaschutz, die energiepolitische Fachkompetenz liegt bei uns, die Partei, die für die Energiewende am glaubhaftesten steht. Von Hagen bis Doha, sag ich mal, haben wir heute den Bogen gespannt und eins unserer zentralen Wahlkampfthemen auch noch mal sehr, sehr deutlich und sehr engagiert heute rübergebracht. Ja, und jetzt bleibt uns eigentlich nur am 2. Advent für den Rest des Jahres noch ein paar gute Wünsche an euch zu richten. Genau, inhaltlich personell gut aufgestellt, aber bis wir dann nächstes Jahr dann volle Kanne in den Wahlkampf starten, bleiben noch ein paar besinnliche Tage, jetzt auch vor Weihnachten, ein paar ruhige Tage. Und wir hoffen auch sehr, dass ihr das auch ein bisschen genießen könnt, jetzt die Vorweihnachtszeit und die Zeit danach für Entspannung, ein bisschen runterkommen, Zeit mit Freundinnen, Freunden, Familie verbringen. Das wünschen wir euch und wünschen euch einen gelungenen Jahresausklang eines sehr, sehr erfolgreichen grünen Jahres. Danke euch.